Im Rahmen der diesjährigen DLG-Feldtage wurden 5 Reihenhackgeräte gezeigt. Die Maschinen waren mit verschiedenen Werkzeugkombinationen und Einstellungen ausgerüstet, sodass man die Unterschiede im Resultat direkt vergleichen konnte. Schmotzer präsentierte ein 6 Meter Frontanbaugerät, das sich auch als Blindhackgerät, also für das Bekämpfen gekeimter, aber noch nicht aufgelaufener Unkräuter eignet. Die Version Frontanbau gilt als günstigste Variante, da auf eine automatische Seitenführung mit Verschieberahmen verzichtet wird. Einerseits bietet der Frontanbau ergonomische Vorteile, da der Fahrer die Arbeit des Geräts in Fahrtrichtung überblicken kann. Andererseits stellt die manuelle Seitenführung hohe Anforderungen an die Konzentration und kann bei längeren Einsätzen dazu führen, dass die Augen des Fahrers ermüden und so die Präzision nachlässt. Schmotzer arbeitet mit einem Kombi-Parallelogramm, Vibro- und Flachmessern sowie mit Fingerrädern. Die Fingerräder werden in jungen Kulturen auf 40 Grad, in größeren Kulturen auf 20 Grad eingestellt, um die Arbeitsweise anzupassen. Im Bereich der Messer wird das Verschütten der Kulturpflanzen durch gezackte Scheiben verhindert. Diese können über das Umstecken von Kettengliedern verstellt oder ganz ausgehoben werden. Neu bei Schmotzer, jedoch an der gezeigten Maschine nicht montiert, ist die Occhio-Kamerasteuerung. Im Unterschied zu herkömmlichen Kamerasystemen werden die Reihen nicht nur am Farbunterschied grün-braun erkannt. Das System kann auch verschiedene Formen und Farben von Blättern unterscheiden, kann also bei flächendeckender Begrünung die Reihen zuverlässig erkennen. Ein Neigungssensor soll zudem eine automatische Reihenführung auch in Hanglagen bis 40% ermöglichen. Die wohl auffälligste Besonderheit am Gerät von Garford ist die automatische Teilbreitenschaltung. Dabei ist jedes Hackelement mit einem separat angesteuerten Aushubzylinder ausgestattet. Über die GPS-Steuerung werden so Überschneidungen ganz verhindert. An der Parallelogrammführung ist zudem jedes Hackgerät mit einem zweiten Hydraulikzylinder ausgerüstet. Über diesen Zylinder kann die Anpresskraft jederzeit von der Kabine aus verstellt werden. Als weitere Funktion dient dieser Zylinder als Überlastschutz und soll ein besonders ruhiges und präzises Arbeiten ermöglichen. Die Befestigung der Arbeitswerkzeuge an den Hackelementen erfolgt bei Garford über Vierkantrohr-Steckverbindungen. An jedem Träger stehen 11 Steckplätze zur Verfügung, woraus sich eine große Flexibilität ergibt. Das aufgebaute Kamerasystem mit Verschieberahmen hat Garford selbst entwickelt. Es wird auch in Geräten anderer Hersteller eingebaut. Das Habicht-Hack-System von Kress wurde mit Kameratechnik und Verschieberahmen von Garford gezeigt. Die tiefen Führungsräder des Parallelogramms sind mit Spindelverstellung ausgestattet. Bei der hier gezeigten Version wird der Schutz der Kulturpflanze vor Verschüttung nicht über Scheiben, sondern mit direkt am Messer befestigten Schutzschildern gelöst, was eine einfache und platzsparende Lösung ist. Eine Besonderheit ist die Tiefenführung der Fingerräder. Diese sind über ein langes Vierkantrohr direkt am Trägerrahmen befestigt und werden über Federn entlastet. Diese schwimmende Aufhängung hat den Vorteil, dass sich bei Bodenunebenheiten die Hackwerkzeuge und die Fingerräder völlig unabhängig voneinander bewegen können. Davon verspricht man sich besonders bei oberflächlichem Arbeiten eine präzisere Tiefenführung. Bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten wird die Tiefenführung der Elemente nicht durch die Massenträgheit des jeweils anderen Elements verfälscht. Das Econet-Hackgerät von Garay wurde mit einem kameragesteuerten Verschieberahmen vorgeführt. Der Hersteller verweist auf eine kompakte und robuste Bauweise mit einem überdimensionierten Parallelogramm aus Stahlelementen im Format 80x40x4 mm, was für eine hohe Langlebigkeit im Dauereinsatz steht. Es gibt eine breite Auswahl von Hackwerkzeugen, der Austausch und die Verstellung sind sogar werkzeuglos durchführbar. Jedes Hackelement ist am Tiefenführungsrad mit einer Spindelverstellung mit gut sichtbarer Skala ausgestattet. Der Schutz der Kulturpflanzen wird bei diesem Gerät mit gezackten Scheiben gelöst. Optional sind die Hackgeräte von Garay in einer Semilock-Ausstattung für das Einsäen von Kulturen und mit iZiFlo-Ausstattung für die gleichzeitige Zerstäubung von Pflanzenschutzmitteln oder das Ausbringen von Flüssigdüngern erhältlich. Das Multicrop-Hackgerät von Monosem ist dank des großen Abstands zwischen Boden und Tragrahmen von 70 cm auch für späte Einsätze gut geeignet.
Die Befestigung der Hackelemente durch schwenkbare Bügel und nur eine Mutter erlaubt ein zeitsparendes Verschieben der Elemente. Das Parallelogramm ist mit Andruckfedern ausgerüstet, deren Anpresskraft in 4 Stufen verstellbar ist. Als Option ist auch eine hydraulische Einzelaushebung für jedes Hackelement erhältlich. Die Verstellung der Tiefenführung erfolgt über gut zugängliche Rasterhebel in 7,5 mm Schritten. Die Werkzeugträger sind mit einer zentralen Schraube zur schnellen und einfachen Seiteneinstellung der Werkzeuge ausgestattet. Zum Schutz der Pflanzen kann wahlweise mit gezackten Scheiben oder mit einfacheren Pflanzenschutzblechen gearbeitet werden. Die an 2 Hackelementen montierten Striegel dienen dazu, das gelöste Unkraut an die Oberfläche zu bringen und so dessen Austrocknung zu beschleunigen.